Willkommen zu New Super Mario Bros. DS für die Nintendo DS und Nintendo Direct und Satoru Iwata und hallo. Ne gut, ich muss den auch mal bringen. Hier, wer ihn kennt und lieben gelernt, hier den Satoru Iwata. Ich glaube zumindest, dass der das immer macht, die Nintendo Direct mit Nintendo Direct. Nintendo 3DS, New Upcoming System und sowas, nach dem Motto, so spricht er halt, ne, ist halt nicht böse gemeint, man kann ja, ne, Akzent passiert halt, ne, hat man ja, nicht, Deutsche haben ja auch kein, so, ne, akzentfreies Englisch, zumindest die meisten, ne, und da gehöre ich dann wahrscheinlich auch zu, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, aber ich, ja, wer weiß, ne, und okay, die Starcoin, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, keine Ahnung, ich habe einen komischen Anfang gehabt. Also, was ich erzählen wollte, das ist so. Ich habe das schon mal aufgenommen. Und das war doof, fast wäre in den Bob um reingeflogen. Und ich werde mir ganz kurz mal die Feuerblume schnappen. Denn ich habe, wie gesagt, schon mal den Party aufgenommen. Nach 5 Minuten ist dann das passiert, was jedem Let's Player mal passiert. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Audiospur nicht aufgenommen wurde. Und ich bin gerade total konzentriert, weil das Level ist nicht leicht. Bis jetzt zumindest. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich habe das erste Level nicht ganz bis zum Ende, aber ein bisschen schon gespielt und hatte auch natürlich noch ein paar Fails hier in diesem Level und so, weil nicht so leicht. Wegen den ganzen Kugelwillis, sonst ist es gar nicht so schwer, ne? Und vor allem Graslevel passt ja eigentlich auch gar nicht in die Wolkenwelt. Aber was ich halt eigentlich sagen wollte, wie gesagt, habe schon mal aufgenommen, weil ich halt eine Audiospur hat nicht aufgenommen, deswegen musste ich es nochmal aufnehmen und ja, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und ja, die zweite Starcoin, wie ihr gerade eben auch gesehen habt, dort ist eine Mini-Röhre und die kann man nur durch einen Mini-Mario erlangen. Das ist wahrscheinlich dann die zweite Starcoin, denke ich mal. Also das ist so meine Vermutung gerade eben gewesen. Und hier bin ich immer noch nicht draus schlau geworden. Wir haben die dritte Starcoin, sind kurz vorm Ziel und hier glaube ich die ganze Zeit, es wäre hier ein Secret Exit, ne? Sieht auch danach aus. Aber man hat nur zwei Bomben zur Verfügung und ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Und das war echt gerade dumm und das war auch noch dümmer. Und wir haben es trotzdem irgendwie noch geschafft. Also komm, ich muss jetzt auf den Riesenkugel-Willi springen, um dann hochzukommen. Also wie gesagt, ich glaube, da ist ein Secret Exit oder so drin. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir da sehr sicher, weil die Karte auch so aussieht. Und es hat gerade ein bisschen gelaggt, wahrscheinlich wegen diesem riesigen Kugel-Willi. Falls es ein Secret Exit sein sollte, werde ich ihn machen, aber doch, ich bin mir eigentlich sehr sicher. Was soll da sonst versteckt sein, ne? Und sonst, ja doch. Doch, es sieht sehr danach aus, ne? Hier ist ja auch ein Secret Exit, glaube ich. Aber letztendlich diesen Secret Exit brauchen wir gar nicht, aber ich glaube, da ist auch ein Secret Exit doch drin gewesen, in dem Level. Das haben wir doch im letzten Part als letztes Level gemacht und da war auch ein Mini-Mario. Brauchte man zumindest einen und ja, ne? Wisst Bescheid. Und die Welt sieht noch ein bisschen länger aus, also ich dachte, vielleicht kann ich so sogar in diesem Part abschließen, aber es wird, glaube ich, eher nichts. Und was war das jetzt hier für ein unnötiger Fail? Und das wäre jetzt noch unnötiger. Oh Mann, hier nur Flying Koopas, was ist hier los? Was da los, meine lieben Freunde, was da los? Okay, hier ist gar nichts drin, ich dachte, da kommt vielleicht irgendwas raus, aber nö. Die dachten sich, nein, machen wir mal nichts rein. Okay, hier ist vielleicht ein One-Up drin, wenn ich es richtig mache, dann, ja, werfe ich es weg. Genau, so macht man es am besten. Nee, so, nein, ja doch, okay, ich hab's richtig gemacht. One-Up und dann hier nicht von dem töten lassen und nicht von dem und nicht von dem. Was ist denn hier los? So viele Flying Koopas und alles und hier und da und oh. Immerhin kommt hier ein Fragezeichen-Block. Ein Fliegender und ich kann schon nicht mehr sprechen. Oh Mann. Okay, komm, hier, gib mir. Was hier ein Mini-Mario? Nö. Eigentlich nein. Nein, ich werde ihn direkt wieder weggeben, weil hier ein Mini-Mario ist, glaube ich, keine so gute Idee. Bin ich zumindest so der Meinung und so. Und jetzt geben wir den Koopa, damit wir immerhin einen kleinen Schutz für kurze Zeit immer haben. Und jetzt habe ich wieder den Koopa verloren. Ah, nein, nein, nein. Zu viele Koopas. Viel zu viele Koopas. Viel zu viele. Aber stimmt, jetzt habe ich es verstanden, wie man es machen soll. Okay. Okay, ich glaube, ich hab's. Man kann mit einem Koopa, glaube ich, alle anderen Koopa besiegen. Ich glaube, ich hab's verstanden. Warte. Und dann sich sogar noch ein One-Up holen, glaube ich. Wie ich das jetzt gerade eben gesehen habe. Und das war schon mal sehr, sehr doof, weil hier gerade irgendwie mein Failen. Was? Mein Springen gefailt und schon wieder. Was war das denn jetzt? Komm schon, ich möchte hier in das Level rein. Das ist gar nicht so schwer. Zumindest bis hier hältst. Nur ich bin gerade irgendwie total doof. Ja. Das bin ich. Okay, gib mir den Mushroom. Nein, das war doof. Aber gut, wir können es schaffen. Warte mal. Wenn ich es jetzt richtig kalkuliere, ne? Dann tötet er. Nee, okay, erst der Koopa. Okay, okay, okay. Verstanden, verstanden. Jetzt schaffe ich es aber. Jetzt schaffe ich es. Hoffe ich zumindest. Okay, komm. Jetzt gib mir bitte den Mushroom hier.
Und jetzt habe ich immer eine bessere Chance. Also wenn ich getroffen werde, habe ich immer... Ja, genau das meine ich. Wieso bin ich so schlecht, ne? Wieso? Okay, jetzt aber. Jetzt. Nein. Nein, aber jetzt. Doch, doch, doch. Jetzt tötet er ganz viele. Und dann bekommen wir noch ein One-Up, wenn ich es... Ja, richtig gesehen. Ja, ja, ja. Okay, ich habe es verstanden. Und das war doof. Boah. Das ist doch nicht euer Ernst. Und ich schreie hier noch rum. Mann, Mann, Mann. Was ist denn das hier? Was ist hier los? So, gib mir den Mushroom. So, dann nehme ich den Cooper an mich und töte dann erstmal direkt den nächsten Cooper damit. So, stirb. Dankeschön. So, jetzt hole ich mir erstmal den Cooper hier. Töte damit die anderen. Und den hier zwar nicht, aber gut. Immerhin die hier stehen. Dann hole ich mir hier nochmal einen One-Up. Also wieder alles vergessen, also mein Fail von gerade eben, zumindest rein rechnerisch gesehen, weil wir haben immer wieder, immerhin, bla bla bla, wieder die One-Ups und jetzt hier ist vielleicht irgendwas, nö. Aber wir brauchen natürlich auch noch die Star-Coins, also müssen die zumindest finden. Und wieso sterbe ich immer an diesen dummen Coopers, ne? Ah, Mann, oh Mann. Stroh, Mann, und was ist das? Oh, wow, 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 wow. Okay. Okay, okay, hier muss man ein bisschen Anlauf nehmen, dann geht das auch. Was, schon die Halbzeit? Und noch keine Star-Coin? Okay, ich glaube, das hat mir bis jetzt einmal, dass es noch keine Starcoin gab bis zur Halbzeit. Ich hoffe einfach mal, dass auch wir jetzt noch nichts verpasst haben. Jetzt gib mir schnell die Mushroom und dann muss ich mich ganz schnell hier hoch. Genau. Okay. Sonst gucke ich einfach mal ganz kurz. Ist hier vielleicht eine Röhre, also eine, ja, Piranha. Was heißt Piranha? Wie heißen die denn? Wie heißen die? Ranken. Ranken, Ranken, Ranken. Jetzt muss ich mal ganz kurz ziehen. Da töten. Jetzt stirb doch, Cooper. Stirb. Wieso stirbst du nicht? Ich möchte, dass du stirbst, genau. Und jetzt so und dann nicht von dem Cooper. Wehe. Okay, gut. Ich möchte ihn erstmal mitnehmen. So, also wegwerfen. So, jetzt möchte ich gucken. Ich glaube nämlich da ist. Ja, ich wusste es doch. Das sah schon danach aus. Weil man könnte sich dann denken, okay, dann rusht man halt hier durch, ist egal. Lässt man die Coopers da sterben. Aber sowas habe ich mir schon gedacht. Okay, okay. Das war ein gutes Denken, ne? Ja, ich bin voll so intelligent und so, nö. Okay. Wo ist denn jetzt die Starcoin? Bitte. Ich werde jetzt hier nicht hochspringen, weil ich das wieder das Gefühl habe, dass ich dann. Was heißt wieder? Also das Gefühl habe, zu sterben. Ich sag halt wieder, weil. Ah, der hätte mir in die Röhre können. Okay. Ist da vielleicht ein Secret Exit? Ich weiß nicht, was in dieser Röhre ist. Und was ist das? Ja, ne? Ja, ja, okay, das ging, das ging. Stirb, stirb, stirb. Also geh weg. Nein, okay, wir haben es geschafft. Headset richten, weil es gerade runterrutscht. Okay, wir haben es geschafft. Aber mich wundert, was in dieser Röhre da war. Wir hätten vielleicht weitergehen sollen, ne? Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gewesen. Jetzt habe ich es aber nicht gemacht. Und jetzt schaue ich ganz kurz. Nee, okay, hier ist nichts. Hier ganz kurz mal auch schauen und hier auch schauen. Okay, hier ist auch nichts. Okay, hier sind überall Flying Coopers. Boah, hier sind so viele Coopers. Und da ist eine Röhre. Okay. Ich weiß jetzt, wohin die Röhre führt. Und zwar zu diesem Standort, oder? Habe ich recht? Hier ist nämlich das Ziel, ne? Ja, natürlich ist hier das Ziel. Wieso sollte hier auch das Ziel nicht sein? Und ich werde jetzt einfach mal darauf... ist mir egal. Hier da oben. So, ne? Und was war das? Ich wollte eigentlich unten durch, weil ich dachte, das wäre der bessere Weg. Und dann würde ich zum Ziel kommen. Aber das war nicht so. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal alle Starcoins holen, die wir noch nicht gesammelt haben, ne? Aber das ist auch die Gelegenheit, jetzt die richtige... Ja, einen richtigen Ausgang zu nehmen. So, dann machen wir mal so. Dann, das war doof. Mann, Mann, Mann. Okay, töten lassen, töten lassen. Wo kann ich mich töten lassen? So, stirb doch. Ich muss sterben. So, stirb. Ja, so machen wir es am besten. Einfach in den Abgrund rein. Dum, dum, dum. Okay. Ich bin ein wenig, ja... Ein wenig, wie ihr merkt, so ein wenig überdreht, ne? Ich denke mal, das ist das gute Wort, ein gutes Wort dafür. Überdreht, so. Jetzt habe ich es hier schon mal richtig gemacht, damit, falls wir jetzt hier nochmal... Oh, Mann. Wieso muss ich denn immer getroffen werden? Das ist echt unnötig. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich sag dazu nichts mehr, nee. Das möchte ich nicht kommentieren, weil... Ja, ich bin halt schlecht und das würde es, denke ich mal, auch ganz gut erklären. Aber gut, so, und jetzt habe ich es, ach, jetzt habe ich es endlich gut geschafft. Nein, okay, ich hätte fast wieder die Pflanze ausgelöst, also diese, ne, die Ranke. Aber ich habe es im letzten Moment noch bemerkt und sonst hätte ich es nochmal machen müssen. Ach, das wäre schlimm gewesen. Okay, jetzt müssen wir richtig gehen. Also, wir warten bis zum Ende, wir werden uns nicht ins Ende stürzen, ne, also, die, ja, ins, hier, nach unten stürzen lassen. So, jetzt gehen wir weiter, 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 dann kommt die Starcoin und dann wieder drauf landen auf dem Pilz, ne. Merkt ihr das, Mario? Merkt ihr das? So, jetzt hier weiter.
Und hier geht's dann in die Röhre rein. Okay. Und die bringt uns dann zu einem Secret Exit. Doch, zu einem Secret Exit. Wie kommen wir dann bitte... Hä? Ich bin gerade total verwirrt. War es das ein Secret Exit? Jetzt doch, ich dachte, die Röhre bringt uns irgendwie zu der dritten Starcoin da. Aber das ist nicht so. Joa, hm. Wir müssen da jetzt eigentlich nochmal rein, ne, um den normalen Exit zu holen. Aber was ist los? Was ist da los? Dieses Level ist total komisch. So viele Koopas und, und Hilfe. Und ich muss noch danach auf jeden Fall nochmal eine Pause einlegen. Weil irgendwie, ich bin total verwirrt. Ja, ich kann mich schon gar nicht mehr auch richtig ausdrücken, ne? Wie man gerade merkt. So, jetzt geht mir schnell das One-Up, was da kommt. Okay, jetzt habe ich einfach mal den Treffer genommen, aber gut. So, jetzt geht mir den Koopa und dann werfen wir die Piranha-Pflanze ab oder auch nicht. Oder sterben direkt. Eieieiei, wie schlecht stelle ich mich jetzt hier schon wieder an und so. Ich kann schon nicht mehr laut sprechen und so. Dies, das, Ananas und so. Ich weiß gar nicht, was für eine Aussprache das ist. Das ist gar kein Akzent mehr. Das ist einfach nur so, ja, Kauderwelsch. Keine Ahnung, das ist noch nicht mal Kauderwelsch. Ich weiß gar nicht, wovon ich darüber spreche. Ich bin einfach nur... Oh, Mann. Ich weiß nicht. Ich muss definitiv nach diesem Part eine Pause machen. Ich weiß nicht, wovon ich gerade wirklich erzähle. Von Bienchen und Blümchen definitiv nicht. Das ist mir natürlich nicht überlassen, ne? Das können eure Biologielehrer machen. Oh Mann, wovon spreche ich schon wieder? Oh, okay. So, jetzt gehen wir hier runter. Der Koopa führt uns den Weg zum One-Up. Genau, so, jetzt hier nicht... Was war das denn jetzt hier? Nee, gut, ich werde einfach jetzt... Ich werde es jetzt ernst angehen, ne? Also, ich lehne mich jetzt zurück, ne? So, und jetzt werde ich richtig so Pro-Gamer und so, ne, sein. Jetzt werde ich meinen Pro-Gamer rauslassen und voll Pro-Gamer-mäßig und Pro-Game sein. Und das war schon mal nicht Pro-Game, sondern das war Pro-Game. Ja, voll Pro-Game, Pro-Dies, das. Und das war voll der Pro. Ich bin richtig der Skiller. Ach, nein, okay. Gut, ich muss jetzt erstmal wirklich einmal tief durchatmen, ne. Da kommt jetzt erstmal wieder ein Fragezeichen-Block, so ein roter. Das heißt, wenn wir Glück haben, kommen wir hier ein gutes Item, ne. Wieder ein Mini-Mario, ne. Wieso bekommen wir hier nur Mini-Marios in dem Teil? Das ist nicht schön. So, jetzt gib mir den, ja, oder auch nicht. Jetzt hätte ich mir gerade eben den Koopa-Panzer holen können. Oder den auch, aber ich schieße einfach den weg. Ja, geht, ne, geht. Läuft bei dir. So, jetzt lauf, ja, da, ja. Geh weiter, geh weiter. Geh. Jetzt gib mir das One-Up. So, und jetzt hier nicht sterben. Einfach im richtigen Moment hochspringen, den Koopa nehmen und dann die Piranha. Genauso wollte ich es auch beim letzten Mal machen. Hab das aber nicht ganz geschafft. So, hier war ja nichts. Okay, lieber nochmal überprüfen, falls man es dann doch übersehen hat. Weil irgendwie müssen wir ja zu dieser roten Röhre kommen. Aber ich weiß nicht wie. Und jetzt lasse ich vielleicht doch den Pro-Gamer raus. Ne, hier schon mal nicht. Komm schon. Komm. Hoch. So, der Pro-Gamer. Der Pro-Gamer und so. Okay. Hier weiß ich, das bringt uns nach oben. Das brauchen wir schon mal nicht und das war doof. Eigentlich hätte ich jetzt hier schön cool die Feuerblume mir holen können und endlich mit einer Feuerblume rumlaufen können, aber das ging nicht so ganz. Jetzt müssen wir hier uns die zweite Starcoin holen. Dann springen wir hier rüber und wir haben es geschafft, ohne getroffen zu werden. Ja, so viel zu dem Thema. So, in welche Röhre müssen wir jetzt, damit wir zu dieser roten Röhre kommen? Und wow. Das war knapp. Nein, wow, das war noch knapper. Und wir... Ach, da habe ich nicht sogar versucht, in diese Röhre reinzugehen. Stopp mal ganz kurz, jetzt muss ich mal ganz kurz den Bildschirm wechseln. So. Oh Mann, was ist das jetzt hier? Okay, hier gibt's ein Mushroom. Okay, so. Aber sonst gibt's hier noch irgendwas. Kommen wir hier jetzt irgendwie zu dieser... Ich hoffe mal, dass das Grüne da ist, dann bitte die rote Röhre. Auch wenn das überhaupt nicht passt. Von Grün auf Rot... Bitte, sei richtig. Nein, natürlich nicht. Gut, dann bist du schon mal falsch, das wissen wir jetzt. Dann vielleicht die grüne Röhre da. Das bringt uns die... Nee, aber da habe ich es auch ausprobiert. Also, nee, gut, hier... Hä, wie kommen wir dann bitte zur roten Röhre? Irgendwie müssen wir da ja hin. Na, es geht nur von unten, ne? Hä? Was? Ich bin gerade total verwirrt. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Ich gehe hier nochmal rein und schaue nochmal. Nochmal Bildschirm wechseln. Wenn wir jetzt hier raufspringen, ich wusste es. Okay. Es geht hier noch weiter. Oh Mann. Okay, so geht das. Fies. Aber wir haben es doch noch geschafft. So, jetzt hier nicht sterben. Obwohl, wir sind ja groß. Okay, dann geht das ja. Dann können wir einmal ganz kurz durchrushen. So, hier nicht sterben, ne? Wenn wir jetzt hier sterben, dann
Dann ist Schicht im Schacht. Dann ist Schicht im Schacht. Ah, ich habe Angst vor dir. Ah, nein! Okay, okay. Ich habe hier geschnitten, ne? Also, wenn das jetzt der Versuch ist, wo ich es endlich mal schaffe, ohne ein Fail, dann seht ihr das jetzt hier. Wenn nicht, dann ist das so. Dann, ja, dann spreche ich hier zu niemanden. Aber wenn ihr das seht, dann habe ich es in diesem Versuch hier noch geschafft. Oder auch nicht. Doch, eigentlich müsste ich... Ja, doch, ich habe was rausgeschnitten wahrscheinlich. Weil irgendwie geht das so nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur 5 Ups. Also, ihr seht selber. Ich habe jetzt nur gefailt. Ich habe auch in dem Part mit dem Schloss und so in dem Schloss gefailt. Wie sonst was. Und hier jetzt wieder. Okay, komm. Diesmal, aber diesmal sieht es jetzt nicht schlecht aus. Komm, jetzt komm, bitte. 1, 2 und jetzt rüber. Okay, 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 komm. Jetzt hier nicht getroffen werden. Wie schafft man das bitte, hier nicht getroffen zu werden? Ich verstehe das. Ah, man muss im richtigen Moment. Ah, okay. Ah, ich war auch immer dumm. Ich war immer, wollte immer direkt los, aber ich hab's doof gemacht. Okay, wenn ich mir jetzt hier den Cooper nehme, kann ich dann wieder vielleicht so etwas... Nee, okay, hier schon mal nicht. Aber... Jetzt lauf ich einfach durch. Lauf einfach durch. Lauf einfach durch. Lauf einfach durch. Ja. 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 Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Ich habe geschnitten wie sonst was wahrscheinlich im Nachhinein. Weil ich habe so viel gefailt. Nur um diesen Durchgang von hier nach da zu machen, ne? Aber ich habe den Secret Exit und ich würde sagen, ich beende den Part. Mache eine lange Pause. Ich fasse das Spiel jetzt mit ihr wieder an. Ich strecke mich gerade aus, auch wenn ihr es nicht seht. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part trotzdem Spaß bereitet. Bis dann und ciao.